Dann haben wir natürlich das Gas, ne? Energiepreise ganz hoch und das Gas. Gas schwierig, jetzt wird es Winter, wird das knapp, haben wir genug. Und natürlich Russland, Russland ist der Bösewicht. Ne? Warum ist Gas so teuer? Der böse Russe, der müsste einfach nur mehr liefern. Ah, klar, wer sonst? Aber nein, ganz so ist es nicht. Russland ist diesmal nicht der Bösewicht. Russland erfüllt nämlich alle Verträge. Russland erfüllt sämtliche Gaslieferverträge, die man mit ihnen geschlossen hat. Und zwar. Das sagt auch keiner, nee, würden sie erfüllen. Doch, das tun die. Also, was wirft man ihnen denn vor? Russland liefert sogar bislang 30 bis 40% mehr Gas als noch im Vorjahr. Also, daran liegt es nicht. Und sie verkaufen es uns sogar teilweise noch günstiger als am Spotmarkt. Also, von daher, naja, ist der Russe da schuld? Naja, der soll doch viel mehr liefern. Ja, der könnte doch einfach mal uns einen Gefallen tun und viel mehr liefern. Naja, wie hieß es immer? Wir dürfen vom Russen nicht abhängig werden. Wir dürfen vom Russen kein Gas kaufen. Wir sollen auch die Nord Stream 2 Pipeline nicht bauen. Ne? Wie hieß das? Das ist ganz böse, weil der böse Russe, der ist nicht zuverlässig. Sondern wir nehmen es lieber von den Amerikanern. Wir wollen lieber das amerikanische Flüssiggas. Viel teurer, viel schädlicher für die Umwelt. Egal. Wir wollen es von unseren Partnern, den Amerikanern, weil das sind unsere Partner. Bei denen viel besser, viel sicherer. Gut, der Russe liefert auch während des Kalten Krieges problemlos Gas, aber die Amerikaner viel sicherer. So, und was machen die Amerikaner jetzt? Jetzt, wo wir einen Gasengpass haben, wo wir dringend Gas brauchen, jetzt sagen die Amerikaner mit ihrem Flüssiggas, Europa, ihr seid uns doch scheißegal. Wieso sollen wir euch Gas liefern? Die Chinesen zahlen viel mehr. Wir schicken unsere Tanker nach Asien. Und jetzt schicken die Amerikaner ihre Gastanker, ihre Flüssiggastanker, statt nach Europa, nach China, weil die mehr bezahlen. Und denen ist Europa vollkommen egal, dass die jetzt deutlich weniger Gas noch liefern nach Europa als noch letztes Jahr oder als eigentlich sein könnte. Das interessiert keinen, das stimmt von nicht. Das ist der böse Russe, der nicht viel mehr liefert, als er schon tut, aber dass der Amerikaner uns weniger liefert und stattdessen lieber an den Chinesen verkauft, das verschweigen wir, ne? Das ist so nicht. Ne? Nee, ach was, würde er nicht machen. Doch, doch, macht er. Ja, und stattdessen, was machen wir? Wir schimpfen weiter auf den Russen und der soll mehr liefern. Und gleichzeitig wollen wir aber nicht die Pipeline öffnen. Also Nord Stream 2 wollen wir nicht haben, idealerweise auch vielleicht gar nicht ans Netz lassen oder zum letzten Schluss noch verbieten. Aber der soll uns doch gefälligst mehr Gas liefern. Doch, aber am idealsten Weise über die Ukraine, dass wir uns lieber, also nicht über diese blöde Pipeline, sondern über die Ukraine, damit die Ukrainer da ihre Transitgebühren kassieren dürfen. Das ist uns ganz wichtig. Gucken wir doch mal, wer hat denn welches Interesse in diesem Spiel hier gerade? Was haben die Russen davon, abgesehen von den Argumenten, die ich gestern gebracht habe, die auch überzeugend klingen, den Argumenten, dass Russland, naja, Putin innenpolitisch wieder mal Punkte machen muss, dass er außenpolitisch gegenüber den Amerikanern und dem Westen wieder mal zeigen muss, Achtung, hier ist eine rote Linie, man kann mit dem russischen Bären nicht alles machen, verhindern will, dass da zu viel Druck kommt und vielleicht auch noch Tschetschenien und Weißrussland ihnen aus dem Einflussgebiet entzogen werden. Also Tschetschenien, Kasachstan, sorry. Bleibt die Frage, wie sieht es denn andersrum aus? Wer hat denn welches Interesse? Für die Amerikaner, die Ostukraine, mit der können sie eh nicht so viel anfangen. Das ist alles, ja, das sind sehr viele Russen, fast ausschließlich russische Bevölkerung oder russischstämmige Bevölkerung. Also dort, wenn sie dort wirklich, ich sag mal, okkupieren würden, besetzen würden mit massivem Truppenaufwand, da hätten sie permanenten Guerillakrieg. Den haben sie jetzt, oder die Ukrainer haben das jetzt. Aber da haben die keine Freude dran. Die Rohstoffe, ja, Ostukraine extrem viele Rohstoffe, aber die Amerikaner haben sehr viele Rohstoffe, der Westen hat genug Rohstoffe im Zugriff und die Russen, naja, Russland ist so voll mit Rohstoffen, das werden die in den nächsten Jahrzehnten nicht abbauen. Die brauchen die Ostukraine diesbezüglich nicht unbedingt. Also warum muss Russland da überhaupt rein und so dringend? Weil faktisch haben sie es ja eh unter ihrer Kontrolle, haben die Einfluss, den Einfluss auf die Bevölkerung dort, beziehungsweise auf die Freischärler dort und auf die Soldateska. Aber welches Interesse hat denn der Westen daran, wenn Putin endlich in die Ostukraine einmarschiert? Also die Amerikaner wollen schon seit langem verhindern, dass wir dieses russische Gas kaufen. Das ist denen Dorn im Auge. Das sollen wir doch gefälligst von amerikanischen Firmen über Flüssiggastanker kaufen und gefälligst über aus dem Vereinigten Arabischen Emirate etc. Also aus der westlichen Hemisphäre und nicht von den bösen Russen. Aber wir haben diese Gaspipelines. Russland ist auch während des Kalten Krieges ein sicherer Lieferant von Gas gewesen. Deutschland, der Europa, massiv abhängig davon. Und das fällt es natürlich schwer, entsprechend gegen Russland aufzutreten, weil wir diese Abhängigkeit ja haben. Ja, aber es fällt gar nicht so leicht, die einfach loszuwerden. Und auch Deutschland hat ja die Gaspipeline erst gebaut. Und wir tun uns zwar schwer, sie anzuschließen, aber
wir werden ja nicht drum rumkommen. Ja, Alba, wenn jetzt der Russe doch endlich in die Ostukraine einmarschieren würde, ja, dann geht es ja gar nicht mehr anders. Dann muss Europa, dann muss Deutschland ja die Gaslieferungen mit Russland einstellen oder die Gaslieferungen von Russland aus einstellen. Dann müssen wir ja das Gas aus Amerika und den anderen Staaten nehmen. Mit allen Konsequenzen, die es für die europäische, für die deutsche Wirtschaft haben wird. Aber dann haben wir langfristig den Partner gewechselt von Russland auf Amerika, auch wenn es über die nächsten Jahrzehnte sauteuer wird. Aber das muss uns ja dann das wert sein, dass wir es dem Russen gezeigt haben, dass das nicht so geht, dass der einfach in die Ostukraine einmarschiert. Ne? Das heißt, Zelensky ist jetzt zwischen allen Stühlen. Er will auf gar keinen Fall einen Krieg mit Russland, weil er weiß, dass das sein Land zerstören würde und natürlich auch seine Situation chaotisch bis nicht mehr existent machen würde. Gleichzeitig kann er sich nicht aggressiv gegen die eigenen dominanten rechten Gruppierungen stellen und steht irgendwo zwischen allen Stühlen. Das sieht man auch daran, dass er interessanterweise in der Hauptstadt Kiew sitzend den Präsidenten Biden aufruft: Mensch, Joe Biden, kommen Sie rüber, kommen Sie zu Gesprächen nach Kiew. Sie übertreiben hier, die Russen wollen nicht einmarschieren. Hier wird es keinen Krieg zwischen Ukraine und Russland geben. Warum sollte denn? Während die Amerikaner ihn herbeischreien und sagen, der steht wenige Stunden bevor, sagt der ukrainische Präsident: Nein, hör doch auf, herbeizureden. Den Krieg wollen wir nicht und den gibt's auch nicht. Lasst uns doch reden. Und tatsächlich, die Amerikaner scheinen durchaus ein Interesse daran zu haben, dass der Krieg stattfindet. Diese Gruppierungen innerhalb der Ukraine, die aggressiven Gruppierungen scheinen Interesse daran zu haben. Und die Russen sagen, lasst uns in Ruhe, wir wollen nur unsere Sicherheitsgarantien. Aber wenn ihr tatsächlich in die Ostukraine einmarschiert, wenn ihr diesen Schritt geht, dann schützen wir die Bevölkerung dort, dann rücken wir vor oder wie auch immer. Also das ist die aktuelle Lage.